So, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von InMost. Wir sind hier beim Fahrstuhl stehen geblieben und ich würde sagen, wir seilen es doch direkt mal ab. Springen! Nicht so springen. Ja, ich hatte auch Höhenangst. Trau dich los. Das war eine Bruchlandung. Und dann steigst du ins Auto und fährst zur Arbeit. Aber ich kann nicht Auto fahren. Und ich kann nicht arbeiten. Ich bringe es dir bei. Du musst einfach nur am Seil ziehen oder das Auto schieben. Und was ist mit der Arbeit? Puh, du verlässt einfach das Haus und kommst müde und wütend zurück. Naja, kein Wunder, dass du wütend bist, wenn du dein Auto jeden Tag zur Arbeit schieben musst. Wohl wahr. Glaube nicht, dass ich hier arbeiten werde, wenn es dir egal ist. Halloween. Und es plüscht ja an der Schnur. Nur nicht so stark, ich will ihr nicht zu nahe kommen. Ja, dein Messer. Du bist so blöd. Sie darf uns nicht hören. Wir schleichen uns trotzdem mal kurz so lang. Nein! Tu ihr nichts. Ein kleines Plüschtier. In zwei Teile zerhäckselt. Oder? Das ist nur ein Wagen. Nee. Ist nur der kleine Miniwagen. Es lebt noch. Nicht in zwei Teile zerhäckselt. Ich bin fast draufgegangen. Das war echt unheimlich. Warum ist sie ständig wütend? Sie streiten die ganze Zeit. Ich kann sie durch die Wand hören. Er kauft mir Geschenke, aber ich rühre sie nicht an. Hat er dir auch das Auto mitgebracht? Nein. Ich habe es im Garten gefunden, unter einem Blätterhaufen. Ich weiß nicht, wem es gehört. Es ist unheimlich. Können wir etwas weniger Anstrengendes machen? Kaffeekränzchen, jawoll! Das Zimmer hat sich verändert. Es ist jetzt weniger wie ein Gefängnis. Aber er kann mich nicht umstimmen. Noch etwas Tee, lieber Hase? Oh ja, wenn du so freundlich wärst. Es läuft ja alles über. Dein Tee ist heute wirklich außergewöhnlich. Was ist dein Geheimnis, Elizabeth? Es gibt keins. Ich habe einfach ein Tröpfchen Liebe hinzugegeben. Oh. Und gestern ist eine Raupe in den Kessel gekrampelt. Sie ist bestimmt noch drin. Das ist einfach exquisit. Ich habe Gerüchte über Adelsfamilien gehört. Sie haben keine Löffel. Adelsfamilien haben keine Löffel? Ihr jedenfalls nicht. Wie wollen wir dann den Kuchen essen? Naja, wir könnten einfach mit den Händen essen. Mit den Händen? Das verbitte ich mir, Madame. Wir sind doch keine dahergelaufenen Banausen. Ich kann nicht für dich sprechen, aber... Hast du das gehört? Auf dem Dachboden ist etwas umgefallen.
Schauen wir doch mal, was da umgefallen ist, würde ich sagen. Ah, schön dekoriert. Ah, machen wir mal das Licht an. Und einmal hinauf. In die gute Stube. Entscheiden. Komme ich nicht hin, okay. Komm mal her. So, jetzt kommt der Hocker. Opa. Muss ich erst die Schnur da drüben abmachen, oder? Komm mal her, Kistchen. Und weg damit. Und hopp. Aber ein starkes Mädchen kann alles auf einmal schieben. Drauf da und aktivieren. Genau. Wieder runter. Einmal zurück. Es ist so aufregend. Nur ein Haufen Lumpen. Er bewegt sich. Nein. Wir sind auf einem Planeten, der in einem wilden Tanz der Galaxien mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch das Universum stürzt. Theoretisch habe ich also recht. Er bewegt sich. Das ist cool. Sieh ja gar nichts. Die Kühl kann ich von der Seite auch nicht aufmachen. Untersuchung. Das ist das Ding, auf das sie Bilder malen. Das ist so dumm. Wäre leichter, einfach auf die Wände zu malen. Es spielt keine Rolle, wo das Bild ist. Es ist nur wichtig, welche Gefühle es weckt. Also bei mir ist es hauptsächlich Wut. Damit haben sie recht. Horch. Was war das? Klang wie ein Schuss. Voll erschrocken. Unterm Tisch, ich habe sie gerade gar nicht gesehen. Was war das? Oh, ich hatte solche Angst. Da ist ja wirklich jemand eingeschlossen. Ich dachte, du machst nur Witze. Ich habe hier keine anderen Kinder gesehen außer dir. Ich erinnere mich nicht, aber hier ist jemand. Nein, das muss der Wind gewesen sein. Das Fenster ging auf und etwas ist umgefallen. Aber so war es. Ich habe mal gesehen, wie der Wind ein ganzes Haus umgeweht hat. Es war nur ein Kartenhaus, aber trotzdem. Ich glaube nicht. Kuchen! Unser Fantasiekuchen schmeckt nicht mehr, wenn wir ihn nicht sofort essen. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, einen Fantasiekuchen zu backen? Hast du eine Ahnung, wie viel Mühe er mich gekostet hat? Zuerst brauchst du Fantasiemehl. Dann Fantasie-Eier. Und Fantasie-Eier kriegst du nur, wenn du ein Fantasiehuhn hast. Und das Huhn, wo kommt es her?
Aus dem Ei. Aber wo kriegst du das Fantasieeier her, wenn du noch keinen Fantasiehuhn hast? Was war zuerst da, die Henne oder das Huhn? Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? So rum. Das hat mich verrückt gemacht. Aber hier ist er. Der Kuchen. In all seiner fantastischen Pracht. Wir haben noch immer keine Löffel für den Kuchen. Ich hole welche aus der Küche. Sie macht Abendessen. Die Löffel müssen auf dem Tisch sein. Kuchen ist immer eine gute Idee. Mami? Schleichen, dass sie uns nicht bemerkt. Aufhören! 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 Warum kannst du nicht einfach verschwinden? Warum bist du noch da? Verschwinde! Hau ab, du Monster! Was habe ich denn getan? Mama? Mama? Erkennst du mich? Nein! Nein! Sieht die Mama irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht da sind? So psychische Störung oder sowas? Depression? Jetzt bin ich in so einem Burgtürmchen angekommen. Das ist wieder so ein Zahnrad. Da ist wieder so ein Haken. Man muss das Rädchen bestimmt hier hoch. Schauen wir mal kurz nach. Sehr schön, sehr schön. Warum kann ich dich bewegen? Ganz viele Bücher. Soll alles durchkrachen, kann das sein? Aha. So, einmal rauf mit dir, da unten musst du hin. Wie kriege ich dich jetzt durchgebrochen? Okay, dann kann ich gar nicht mehr bewegen. So, wenn ich von weiter oben runterspringe? Bam!
Flügelchen. Aha, eine Falltür. Das sind Schlüssel, mit dem ich nicht hinkomme. Aufheben. Okay, damit habe ich das da schon mal gelöst. Kann ich das von hier oben auch noch lösen, indem ich das irgendwie ziehe? Tschüss, Schlüssel. Wir haben schon lange keiner mehr so viele Spinnweben wie wir sind. Schlüssel. Und ein Splitter. Speichern. Da ist wieder das Mädchen, was ja erst eigentlich so versteinert wurde. Jetzt ist es wieder da. Aber was ist das eigentlich für ein Mädchen? Das ist ja nicht die Elizabeth. Schaut zumindest ein bisschen anders aus. Oder täuscht das? Oh, die wird gemobbt, oder? Pass auf, wo du hinläufst. Ich kann dir nicht helfen. Gegen Mobbing ist man leider machtlos als Vater. Allgemein als Elternteil ist es ziemlich schwierig. Sind wir jetzt in irgendeinem Gang? In die Enden der Gang? Schatten und Licht.
Er läuft immer weiter in die Dunkelheit. Es wird doch immer dunkler, oder? Zurücklocken könnte ich noch, aber das wird wahrscheinlich nichts bringen. Ein weiter, weiter Weg. Da muss ich irgendwas machen, aber ich glaube nicht. Ich kann hier eigentlich nichts machen. Wenn kann er ja auch nicht mehr. Was muss ich denn tun? Ich hätte mich einfach mal umdrehen sollen. Schön. Sie lief den Weg endlos nach. Oh Mann. Jetzt kriegen wir unseren Zettel, wo wir erst nicht rankamen. I can't do this anymore. Ein Abschiedsbrief.
Ja. Mal wieder hoch. Jetzt komme ich hier auf den Baum drauf. Oh, der Baum blutet. Später. Das gewittert und stürmt, genauso wie die Stimme. Und ihn. Der Himmel weint. Und jetzt komme ich hinter das Haus. Die Glocke. Da oben. Klingt ein bisschen anders. Kommt da rausgekrochen. Es kommt angekrochen. Kann ich über dich rüberhüpfen, sonst habe ich ja gar keine andere Wahl. Okay. Jetzt aufheben. Ah. Einmal da hin. Als Stütze. Perfekt. Monster, nicht zu mir laufen. Aber ich habe das Teil eingesammelt. Oh. Nein, ich hab's nicht eingesammelt, weil ich gestorben bin. Moment. Kann das Monsterchen hier hoch? Monsterli. Put. Nein, es kommt dann trotzdem da runter. Ah, okay, ich muss es erst umbringen. Au. Mm-hmm.
So, komm her. Komm. Schiss. So, und jetzt ganz in Ruhe. Was auch immer, was ist das denn? Aha. Sah ein bisschen aus irgendwie wie so ein Täschchen oder so. Okay, aber bevor wir jetzt den Aufzug benutzen, machen wir an der Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!